Hallo, Gerd Rosenthal. Hallo, Herr Braun. Sie tragen einen großen Namen. Ihr Nachname ist eng verbunden mit deutscher Radio- und Fernsehgeschichte. Ihr Vater Hans hat die Unterhaltung in Radiosendungen und Fernsehshows in den 60er bis 80er Jahren entscheidend geprägt. Wie hat sich das damals für Sie als Kind angefühlt, Teil einer solchen Showfamilie zu sein, Herr Rosenthal? Ich glaube, ich war mir dessen gar nicht so richtig bewusst. Ich bin ja da so ganz langsam reingewachsen. Also mein Vater hatte ja zunächst nur Radiosendungen, dann so eine kleine Quizsendung im Vorabendprogramm, gut gefragt, deshalb gewonnen. Und dann kam Dalli Dalli. Und ich hatte das nie als etwas Besonderes empfunden in dem Moment, wenn man so ganz langsam reinwächst, so als wenn jemand mit einem befreundet ist und man merkt gar nicht, wie der sich über die Jahre verändert. Und so genauso war das mit Dalli, das war irgendwann einfach da. Wie haben Sie als Kind denn die Sendungen Ihres Vaters verfolgt? Haben Sie mit der Mutter und mit der Familie auf dem Sofa gesessen und immer eingeschaltet, wenn der Vater seinen berühmten Sprung losgelassen hat? Die erste Sendung wurde noch in Berlin sogar aufgezeichnet, wurde einen Tag später ausgestrahlt. Alle anderen Sendungen von Dalli waren ja live. Da konnte ich dabei sein. Und normal war es, dass ich mit meiner Mutter zusammen das gesehen habe, zu Hause und direkt im Anschluss an die Sendung, ich weiß nicht, 10 Minuten nachdem es dann ausgeblendet war, kam auch der Anruf meines Vaters und er fragte, war das alles in Ordnung? Und von uns wollte er in dem Moment noch keine Kritik hören. Aber er wollte nicht wissen, ob das Spitze war. Aber er hat in der Sendung immer den Spruch gebracht nach einer erfolgreichen Aktion: Sie sind der Meinung, das war, und das ganze Publikum rief Spitze. Wissen Sie, wie Ihr Ja. Vater auf die Idee dieses Sprungs kam? Wie auf die Idee des Sprungs kam, weiß ich nicht. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich nicht so wirklich begeistert davon war. Also als pubertierendes Kind, als es so startete, war ich irgendwas zwischen 14 und 16 mit dem Sprung und wurde natürlich auf dem Schulhof immer angeflaumt, was mein Vater da Blödes macht und sich, wie lächerlich er sich macht. Und ich bin immer zu ihm gegangen und gesagt, kannst du das nicht lassen? Und vielleicht hat er mir deshalb nicht verraten, wie er auf die Idee des Sprungs kam. Schön. Aber überliefert ist, dass Ihr Vater ja nur so vor Ideen sprudelte. Wie ging er denn mit diesen Ideen um? Gab es da ein Gremium, in dem man über solche Ideen beraten hat? Oder wie hat Ihr Vater seine Ideen dann auch in die Tat umgesetzt? Mein Vater hat immer, wenn er eine Idee hatte oder eine andere eine Idee hatte, sich das notiert. Es gab immer, wenn man ihm eine Idee brachte, die er umsetzte, einen Groschen. Also 10 Pfennig kennt man heute, glaube ich, kaum noch den Begriff, ein Groschen. Und er hatte an seinem Nachttisch so einen Zettelblock zu liegen mit so einem Kugelschreiber mit einer kleinen Lampe drin. Das kennt man, glaube ich, heute gar nicht mehr. Und notierte sich das und war immer bereit, irgendwelche Ideen aufzunehmen. Und es gab einmal im Jahr, aber einmal im Jahr ja ein Treffen mit Redakteuren und Freunden, die damit zu tun hatten, ab und zu auf der Nordseeinsel Föhr, wo er sich am wohlsten fühlte. Und es nannte sich der Spinnerclub. Da wurden dann Ideen ausgetauscht und es wurde überlegt, welche Spiele man bei Dalli bringen kann. Und all das wurde dann miteinander abgesprochen und auch mit den Leuten abgesprochen, die das dann bauen mussten, ob das überhaupt funktioniert. Also das war so eine Runde, die sich ein paar Tage im Jahr traf. Der Erfolg der Show Dalli Dalli war ja auch und ist es bis heute noch sehr eng verbunden, auch mit sozialem Engagement. Für jeden erspielten Punkt wurde schon damals in der Show, wenn ich richtig mich erinnere, eine Mark gespendet. Daraus hat sich dann ja nach dem Tod Ihres Vaters die Hans-Rosenthal-Stiftung gegründet, die Sie unter anderem gemeinsam mit Ihrer Mutter und dem ZDF ja ins Leben gerufen haben. Die Stiftung ist ja eine echte Erfolgsgeschichte. Wie viel Ja, das Erfolg sind, können Sie uns denn vermelden, Herr Rosenthal? es sind viele, viele Millionen, die da zusammengekommen sind inzwischen. Das Ganze startete bei Dalli Dalli, dass man für jeden erspielten Punkt eine Mark bekam. Und die Mitspieler, die dort waren, waren ja alles Prominente. Und die sollten das Geld nicht erhalten, sondern es sollten Personen erhalten, die in Not geraten waren. Und das hieß damals Dalli hilft. Und einmal war es so, dass jemand Geld spendete und mein Vater nannte den Namen. Das kannte man damals im Fernsehen noch nicht. Und dann ging es los. Es kamen Spenden über Spenden ein für die Aktion Dalli hilft. Nachher konnte mein Vater immer einen Empfänger benennen, der
das Geld aus der Sendung bekam und einen, der das Geld bekam aufgrund der Spenden, die eingegangen waren. Und diejenigen, die gespendet hatten, die erhielten immer so eine Urkunde. Dalli sagt Danke. Ich hoffe, das kann man jetzt so sehen. Wo alle Beteiligten in der Sendung unterzeichneten und sich bedanken dafür, dass eine Spende eingegangen ist. Diese Aktion, Dalli hilft, sollte nicht mit meinem Vater zusammen sterben. Das heißt, noch im Krankenhaus war Professor Stolte mit dort und sie haben mit meinem Vater besprochen, dass das weiter fortgeführt wird und das Ganze jetzt in Form halt einer Stiftung, Hans-Rosenthal-Stiftung. Wir bekommen kein Geld mehr durch das Fernsehen. Klar, Dalli gibt es nicht mehr. Vielleicht jetzt bei der Sendung zum 50-Jährigen kommt noch mal etwas, sodass wir uns weitestgehend über Spenden und Erbschaften finanzieren und immer noch sehr, sehr vielen Menschen helfen können. In der Sendung werden wir sicher ein oder zwei Fälle vorstellen. Ja, und Spenden sind nach wie vor selbstverständlich sehr, sehr gerne willkommen. Das sagt Gerd Rosenthal, Sohn von Hans Rosenthal, anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Fernsehunterhaltungsshow Dalli Dalli, moderiert in Kürze im ZDF von Johannes Bekerner. Herzlichen Dank, Herr Rosenthal, für das Gespräch und alles Gute. Ich bedanke mich auch. Ihnen auch alles Gute.